wir haben uns heute dort zusammengetroffen, einfach um auf die Situation, auf die Untragbare aufmerksam zu machen, die was wir als Roblander Bürger da haben. Wir haben es mehrmals schon im Gemeinderat vorgebracht, dass wir endlich eine Lösung brauchen und dass mehr Druck gemacht werden muss bei der Landesregierung. Mich freut, dass wir heute so viele Leute da hergebracht haben. Man sieht wirklich, es brennt unter die Nägel. Verkehr, Lösung muss her. Ich finde, es wird jetzt Zeit, dass da endlich einmal etwas gemacht wird. Mit Robert ist ein Dorf, wir sind von der Finsterstraße durchgeteilt, wenn man ins Oberdorf will, sie in Kuh in den Kindergarten bringen. An der Ampel wartet man ewige Zeit, man verliert so viel Zeit. Das Dorf ist einfach geteilt, man kann nicht einfach die Kinder allein in die Schule gehen lassen, es ist zu gefährlich. Wenn ich jetzt nachts im Bett liege, ich höre im Verkehr von der Finsterstraße, das ist einfach kein Zustand. Es geht. Wir gehen nach früh um 3:30 los. Da fängt der Stau um 7 bis 8, 8:30. Dann ist es einmal 20 Minuten ein bisschen weniger. Danach fängt der Stau wieder an und es geht Nachmittag weiter bis am Abend, wenn der Berufsverkehr noch wieder rumfährt. Wir leben am Blei im Stau. Tag und Nacht ist der Lärm und der Krach zwischen Laster, den sie ja überrumpeln. Am Gehsteig, da am Dorfende, kannst du überhaupt nicht gehen, weil sie nur schauen, dass sie nicht mitnehmen. Es ist, glaube ich, wichtig, mal wieder ein Zeichen zu setzen, ein Signal zu senden, vor allem nach Bozen, weil die Problematik, glaube ich, ist jetzt schon seit Jahrzehnten bekannt und es ist halt nie nichts passiert. Okay, Lösung muss her! Langfristig, finde ich, braucht es in Dundel die Gase im Forum, weil, ja, sonst wird es nicht besser für den Finchgarten. Man könnte auf andere Orten sparen, wo das Geld ausgeschmissen wird. Und man könnte eine vernünftige Lösung, wie eine Untertunnelung, die große Untertunnelung, also die Umfahrung, von Robland nach Forst vorantreiben und das ganze Glackele dazu rundum, da könnte man Geld sparen. Wir hoffen, dass jetzt noch etwas weitergeht, sonst muss man halt demnächst halt wieder so eine Aktion starten.